So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem heutigen Top 10 Video der Neuheiten des dritten Quartals 2016. Ich habe so ein Video schon nach den ersten drei Monaten gemacht, jetzt nach dem zweiten Quartal und jetzt kommt dann schließlich eben die Top 10 zum dritten Quartal. Wir sind ja kurz vor der Messe, das heißt einige Neuheiten, die vielleicht auch als Essen-Release zählen, konnte ich sogar schon spielen. Manchmal gibt es die auch schon im Laden, teilweise habe ich die auch schon einfach vorher bekommen. Alles, was ich jetzt so gespielt habe in den letzten drei Monaten, was relativ neu ist, sprich auch Neuheiten des aktuellen oder letzten Spielejahrgangs, die ich jetzt auch erst auf den Tisch bekommen habe, können da drin sein. Manchmal auch Prototypen von Sachen, die dann erst noch rauskommen werden, wo es vielleicht mal bei einem Kickstarter zu geben wird. Und ich habe das jetzt sogar mal gerankt. Und zwar ist auf Platz 10 Think Straight von Huch & Friends ist das. Und das ist so ein super Kombinations-Logik-Deduktionsspiel, wo ich ähnlich wie bei Hanabi vor mir Karten habe in 5 oder 6 verschiedenen Farben. Ich sehe eben die Zahl da vorne drauf nicht. Ich sehe aber die Zahlen meiner Mitspieler, kann dadurch schon mal aufschließen, welche Zahlen, ich glaube, das geht von 0 bis 9 oder 1 bis 9, 1 bis 8, ich nicht vor mir haben kann und kann daraus dann schlussfolgern, was dann so die Summe von bestimmten Werten ist. Also es gibt dann so Würfel, die man würfelt, und dann würfelt man dann meinetwegen gelb, rot, blau. Und dann muss ich überlegen, okay, meine gelben könnten die Zahlen von bis sein, die gelben können die Zahlen von bis sein, die roten können die Zahlen von bis sein. Was könnte wohl die Summe dieser Würfel sein? Und muss mir dann da irgendwie einen Zahlenbereich festlegen, den ich wählen kann und dann sagen, welche Mitspieler, ob ich richtig getippt habe oder falsch. Wenn ich richtig getippt habe, kann ich da schon mal wieder was einschränken. Wenn ich falsch getippt habe auch. Und so bekommt man halt über mehrere Runden weg immer mehr Informationen und kann sich das eben zurechtpuzzeln. Nur wenn man eine Zahl falsch geraten hat, also einen kompletten Farbbereich falsch geraten hat oder einen Zahlenbereich falsch geraten hat, muss man eine von seinen Karten austauschen, dadurch kann wieder neue hinkommen. Dadurch können alle vorherigen Ergebnisse wieder unstimmig werden und muss man genau überlegen, okay, das habe ich darauf schließen können. Und da muss man schon sehr knobeln. Mir wurde das Spiel nachts um 4 erklärt, da dachte ich schon so, boah, bei der Erklärung, ich schlafe ein. Beim Spielen selbst war ich dann sehr schnell wieder hellwach, das hat mir richtig gut gefallen, also da war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Auch der Freund, mit dem ich das gespielt habe, der das gezeigt hat, der meinte auch so, ich hätte nie gedacht, dass das da ein Spiel ist, aber ich fand es, wie gesagt, richtig gut, habe ich auch in dem gezockt von erzählt. Also ich habe seitdem noch nicht wieder gespielt, weil es sein Spiel war, mittlerweile habe ich das auch hier zu Hause. Er hat das danach nochmal wieder mit 2 oder 3 Freunden, also in größerer Gruppe gespielt, und er meinte, da ist das komplett gefloppt und hat überhaupt nicht funktioniert oder hat keinen Spaß gemacht, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, bisher nur zu zweit gespielt, daher kann ich zu größeren Gruppen nichts sagen, da könnt ihr vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr Think Straight schon mit mehr Leuten gespielt habt. Wie war es da? Wie waren da so eure Erfahrungen, Eindrücke? Wie gesagt, für mich auf jeden Fall Platz 10. So, dann auf Platz 9, Ice Cool, eine ja auch sehr gehypte Messeneuheit von Amigo, die ich jetzt schon bekommen habe. Und das ist so ein Schnippspiel, wo man so einen 3D-Spielplan hat. Da bekommt man quasi so die Box und kann dann so aus der Box die ganzen einzelnen Kästen nehmen und da auch so einen großen, ich glaube 60x60 cm Spielplan zusammenbauen. Hat man so kleine Pinguine, die so unten ihr Gewicht haben, sind sie rund, dann kann man so schnipsen und dann gehen die hoffentlich durch die Türen und fliegen vielleicht, also fahren vielleicht so Kurven, da muss man schon richtig gut für sein, da ein Gefühl für haben. Und dann spielt eben immer einer ein Hausmeister, der muss versuchen, die anderen Pinguine einzufangen. Wenn er das geschafft hat, ist die Runde vorbei. Die anderen Pinguine stöbern halt, also die ja, gehen halt so durch diese Schule und müssen da ihre Fische einfangen. Und entweder hat ein Pinguin seine 3 Fische eingefangen, oder, also indem man halt durch so Türen geschossen wurde, oder der Hausmeister hat alle von allen Leuten die Pässe eingesammelt, dann bekommt er dafür nochmal Punkte. Wenn man seine Fische eingefangen hat, bekommt man Punkte. Und da spielt man eben so viele Durchgänge, wie Spieler teilnehmen. Jeder ist einmal Hausmeister, muss versuchen, die anderen zu fangen. Die anderen müssen versuchen, vor ihr Ziel zu erreichen. Und das ist schon sehr kurzweilig, sehr spaßig. Ich habe das jetzt insgesamt 5, 6 Mal gespielt. Am Anfang hat man das so gegengeschnipst und die sind irgendwo hingeflogen, nur nicht dahin, wo sie sollten. Wenn ihr das spielt, dann macht nicht den Schnipser, wie es alle machen. Nehmt einfach einen Finger an die Figur und schiebt den dann. Damit habt ihr viel mehr Kontrolle, damit könnt ihr auch so Kurven hinbekommen, vielleicht durch 2, 3 Türen auf einmal gehen, und man kann auch, wenn man so oben gegen den Kopf gegen schnippt, dann springen die auch so über die Wände, die da drin sind. Das sind ja so 3D, so ein 3D-Spielplan. Das heißt, wenn man das kann, da ein Gefühl für hat, kann man auch nochmal Abkürzungen nehmen, dem Hausmeister wieder ausweichen. Also das ist schon echt, ein gutes, ihr braucht da Platz am Tisch für, weil ihr müsst auch immer um den Tisch rumlaufen, je nachdem, wo ihr gerade seid, um gut schnipsen zu können. Und also hat mir sehr gut gefallen, ein tolles Geschicklichkeitsspiel. Und das wird sicher in Zukunft auch noch häufiger auf den Tisch kommen. Ich habe es nicht in Folgesetzung gespielt mit 4 Leuten. Ich hoffe, das passiert auch bald. So, auf Platz 8 ist dann Mystic Way. Das konnte ich auf den Pegasus-Pressetagen schon mal spielen. Die englische Version, die deutsche, soll auch, glaube ich, zur Messe oder kurz danach in den Handel kommen. Und ich bin ein großer Dominion-Fan. Ich mag Deckbauspiele. Ich finde auch, Dominion ist immer noch eines der besten Deckbauspiele. Ich habe da real und online zu meinen Prüfungszeiten insgesamt 6.000 Partien oder mehr gespielt. Dass das so einen hohen Wiederspielwert hat, ist schon echt krass. Und also ich mag Deckbauspiele.
Hardcore-Spiele generell. Und Mystic Veil ähnelt auch so ein bisschen Dominion, weil es auch wieder mehr die Mechanik ist als das Thema, das da drauf ist. Aber es ist eben kein Deckbauspiel, sondern ein Kartbauspiel quasi. Ihr baut euch eure Spielkarten, während ihr spielt. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr ein Deck von 20 Karten habt. Das bleibt auch das ganze Spiel über gleich. Da kommen keine Karten rein oder raus. Aber diese Karten, die haben immer so, wenn das die Karte ist, drei Abteilungen. Einmal oben, einmal in der Mitte, einmal unten. Und auf den Basiskarten haben manche Karten halt in der Mitte was, andere haben oben was, andere haben unten was, manche sind komplett leer. Und dann könnt ihr euch eben immer im Spielzug, wenn ihr so Mana generiert, dafür aus der Auslage, Mana ist quasi Geld, halt neue Karteneinsätze kaufen, die ihr dann so in die Karte quasi reinschiebt. Die ist aus so eine Hülle quasi, wo man das dann reinschieben kann. Und wenn ihr halt vorher gar nichts hatte, habt ihr jetzt vielleicht irgendwie unten im Bereich. Oder wenn ihr vorher in der Mitte im Bereich hatte, habt ihr jetzt vielleicht oben und in der Mitte im Bereich. Und da kann man sich eben immer aussuchen, ob man das dann eben in eine bestehende Karte einbaut, die dadurch mächtiger macht. Oder ob man lieber viele Karten macht, die alle so ein bisschen was können. Hat auch so ein kleines Push-Your-Luck-Element drin, dass man immer Karten aufdeckt, wenn man seine Runden anfängt, dass man so drei rote Bäume sieht und dann hört man auf mit dem Aufdecken und dann hat man vielleicht viel Mana, wenig Mana, coole Aktion, nicht so coole Aktion und dann kann man sich eben immer entscheiden, decke ich jetzt noch die nächste Karte auf, decke ich die nächste Karte auf. Sobald der vierte rote Baum kommt, ist der Zug vorbei und ihr könnt gar nichts machen. Das heißt, manchmal ist es besser, ne, weniger ist mehr und manchmal lohnt es sich ein bisschen was zu riskieren. Da gibt es eben auch später Möglichkeiten mit besseren Karten, wie man das Glück so ein bisschen kompensieren kann und ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben zwar die erste Runde total verloren gegen Mitspieler, der mit irgendwie 80 zu 16, 14, 12 Punkten gewonnen hat. Aber egal, ich bin da sehr neugierig drauf, das Spiel wirklich in die Finger zu bekommen, das ein paar Mal zu spielen. Bin gespannt, wie lange da so also dieses mit dem Kartenbauen ist natürlich cool. Davon abgesehen bleibt es halt ein Deckbauspiel. Da ist natürlich die Frage, wie lange trägt dieses Element der Karten, des Kartenbauens? Und ist es wirklich so, dass man da auch 100, 200, 300, 400, 500 Partien von spielt oder spielen möchte? Oder hat sich das dann auch irgendwie nach 10, 12 Mal erledigt, weil man da irgendwie alles gesehen hat, alle Kombinationen gesehen hat? Und ja, da bin ich natürlich gespannt drauf. Werde ich euch davon berichten, werde ich wahrscheinlich auch erstmal so ein Let's Play-Video machen, wo ich euch zeige, wie das geht. Und wenn es dann wirklich häufiger auf den Tisch kommt, in den folgenden Gezockt-Videos auch immer wieder reden, wie es sich jetzt so auf lange Sicht geschlagen hat. So, dann Platz 7, Great Western Trail. Das ist ja das neue Spiel von Alexander Pfister. Alexander Pfister hat ja dieses Jahr den Deutschen Spielepreis gewonnen mit Mombasa, hat den Kennerspielepreis gewonnen mit Isle of Skye, hat letztes Jahr mit Broom Service den Kennerspielepreis gewonnen, hat also momentan einen richtigen Lauf und natürlich sind deswegen alle neugierig auf sein neues Spiel, Great Western Trail. Es gab dazu bisher noch fast keine Infos. Ich hatte das Glück, auf den Pegasus-Spieletagen auch da schon Prototypen von spielen zu können, da schon ein Video zu machen zu können. Das könnt ihr euch auf meiner Homepage auch schon angucken. Das hat auch schon, ja, haben sich schon richtig viele Leute angeguckt, weil es bisher halt noch wenig Informationen darüber gab. Und ich finde es auch gut. Also ich habe es nur zweimal gespielt, aber ich finde es noch runder als Mombasa, weil es nicht so kleinteilig ist. Gefühlt ist man sehr schnell drin, wenn man es gut erklärt bekommt und hat immer nur eine überschaubare Menge an Aktionen, die man so machen kann. Muss aber trotzdem ein bisschen seinen Zug planen, seine Runde, wie man welche Aktion nutzt, ob man lieber wenig Aktionen pro Durchlauf macht oder ganz viele Aktionen, dann aber vielleicht eine Runde zurückfällt, dafür vielleicht mehr Einkommen bekommen kann oder mehr Punkte bekommen kann. Also vom Design her ist das absolut rundstimmig und ich denke so, dass es auch bei mehreren Partien hinweg interessant ist. Ihr wisst, bei Eurogames bin ich immer so, ich sage, na, das ist so für einmal spielen vielleicht ganz nett, vielleicht noch ein zweites Mal, dann bin ich durch damit. Bei dem Spiel habe ich auf jeden Fall Bock, das sofort nochmal zu spielen, neue Strategien ausprobieren, habe mir schon neue Sachen überlegt, die ich beim nächsten Mal auf jeden Fall ausprobieren möchte, muss dann gucken, ob das so funktioniert. Die Interaktion beim Spiel ist auch sehr schön und durch diese Gebäude, wo man die hinbaut und wo man dem anderen Mitspieler Gefahren hinbaut, also finde ich richtig gut, hat mir sehr gefallen, freue ich mich dann auch drauf, wenn es dann da die richtige Version von gibt, ich die dann auch bekomme und ich euch dann auch in einem Gezock nochmal davon erzählen kann, wie sich das auch auf lange Sicht schlägt. Dann Platz 5 und 6 ist quasi, 5 und 6, ja, ungefähr der gleiche Eintrag. Es sind beides Escape Room Spiele. Einmal Exit und einmal Escape Room. Eigentlich könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr auf Platz 5 oder Platz 6 packt. Ich habe aktuell noch Exit auf Platz 6. Da haben wir jetzt die verlassene Hütte gespielt. Escape Room Spiele kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Oder Escape Rooms an sich. In Escape Rooms werdet ihr mit so Freunden in so einen Raum eingeschlossen und müsst da dann rauskommen. Habt eine Stunde dafür Zeit und müsst da eben überhaupt erstmal rausfinden, was machen wir hier? Wo sind irgendwelche Hinweise? Wie entschlüsseln wir die? Wie fügen wir irgendwelche Spuren
und Indizien zusammen, um daraus irgendwie neue Hinweise zu bekommen und irgendwie einen Weg zu finden, wie wir hier jetzt rauskommen. Und das, natürlich ist man, so ein Raum hat immer so ein bestimmtes Setting und so eine bestimmte Stimmung und das macht real schon richtig viel Spaß. Ich war noch nicht drin, aber ein paar Freunde von mir meinen schon richtig gut, sollte man auf jeden Fall mal hingehen. Und ich habe das jetzt auch, also das Escape Room Spiel, mit Leuten gespielt, die auch schon im Escape Room waren, die meinten, klar, so ein richtiger Raum ist natürlich toller, weil man ist halt in diesem Raum und hat da wirklich so ein bisschen das ganze Physische. Aber diese Spiele transferieren so dieses Gefühl, dass man ein Escape Room hat, so von den Rätseln, die man da macht und alles da schon sehr gut in Brettspielform. Und ich hatte richtig Spaß dran. Ihr wisst ja, ich bin großer Time-Stories-Fan. Das ist ja auch so ein Event-Spiel. Da spielt man quasi einmal und dann ist man durch damit. Beziehungsweise hier hat man dann so 4-5 Durchgänge, je nach Szenario. Und dann braucht man das auch nicht wieder spielen, weil man kennt die Lösung. Das ist natürlich bei Exit und bei Escape Room genauso. Und da, also das vom Preis ist es ungefähr gleich. Also bei Escape Room, das Spiel, habt ihr halt 4 Szenarien mit steigendem Schwierigkeitsgrad für ungefähr 50 Euro. Das wird sicher noch ein bisschen billiger werden. Bei Exit kosten die 3 Spiele jedes so, ich glaube, 12,95. So Pi plus minus 1. Euro und das heißt, man gibt im Prinzip so 10, 12 Euro aus insgesamt. Das heißt, wenn ihr es mit 3, 4 Leuten spielt, gibt jeder 4 Euro und ihr habt eine Stunde Spaß und habt halt auch ein richtig tolles Erlebnis, eins, woran ihr euch sicher noch zurückerinnern werdet. Und wenn die es da schaffen, regelmäßig regelmäßig Erweiterungen für rauszubringen, also entweder neue Exit-Spiele, habe ich in meinem Video schon gesagt, da würde ich es halt toll finden, wenn entweder Inka und Markus Brandes schaffen, so alle. Also von mir aus auch jeden Monat oder auch gerne alle 2 Monate, mindestens aber einmal im Quartal, ein neues rauszubringen. Oder dass man sagt, hier, verschiedene Autoren können da Fälle sich ausdenken und dann bringt man halt wirklich monatlich oder auch, ne, alle paar Monate von den verschiedenen Autoren so diese Exit-Reihe raus und setzt sie fort. Und auch bei dem Nore-Spiel, da braucht man nur so einen kleinen Pappumschlag, wo dann die ganzen Materialien drin sind. Den kann man, denke ich, auch für 10, 12, 13 Euro verkaufen. Und die Spiele werden sehr stark davon leben, wie die es schaffen, da regelmäßig Erweiterungen für rauszubringen und ob die sich dann eben auch lange halten wie Time Stories, wo ich auch sagen würde, also zum Beispiel Pandemic Legacy, fand ich auch richtig gut. Das ist auch so ein Einmalspiel, da spielt man wirklich einmal und das ist durch. Da kommt keine Erweiterung zu, das war's. Und wenn sie es halt bei diesen Exit-Spielen schaffen, da auch noch mehr zu machen, dass man sich immer wieder hinsetzen kann und das spielen kann, würde ich halt wirklich gut finden, weil ich mag solche Eventspiele persönlich sehr gerne und hoffe, dass wir dann noch viel, viel mehr von sehen. Viele sagen zwar, es ist ein bisschen schade, ist ein Wegwerfprodukt, einmal spielen, dann nie wieder, aber mein Gott, ist halt so, aber für uns, alle, mit denen ich solche Spiele bisher gespielt habe, haben gesagt, das ist absolut wert, wir wollen da mehr von, wäre toll, wenn mehr Verlage solche Sachen machen würden und ja, das war Platz 5 und 6. Auf Platz 4 ist Captain Sona, ein Echtzeitstrategiespiel, bei dem die beiden Teams, am besten spielt ihr es zu 6 oder zu 8, teilen sich halt in 2 Teams auf und ihr schlüpft in die Rolle von U-Boot-Besatzung und habt so einen Sichtschirm zwischen euch und dann muss eben jede Crew sein U-Boot managen, versuchen den Gegner zu finden, den abzuschießen, ihm so viel Schaden zuzufügen, dass er versenkt wird, dann habt ihr gewonnen. Dazu gibt es verschiedene Rollen. Einer ist der Kapitän, der hat die Karte vor sich und trifft alle relevanten Entscheidungen. Der sagt dann zum Beispiel und trägt das auf seinen Plan ein, Kurs Nord, Kurs Ost, Kurs Nord, Kurs West, West, Süd, Süd und fährt dann irgendwie rum. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch einen Kapitän, der das auch macht und einen Radiooffizier, also so einen Funker quasi, der das mithört und auf seinem Spielplan, der durchsichtig ist, dann das einträgt, immer so Nord, und dann guckt er mal auf seinen Plan, wo das passen könnte, wo der Gegner nicht durch Inseln durchfährt und wo mögliche Aufenthaltsorte sein könnten. Und dann kann er vom Kapitän eine Peilung anfordern, dass er eine Drohne losschickt und dann gefragt wird, seid ihr in Sektor 5? Und dann sagen die anderen, ja, sind wir oder nein? Das heißt, wenn sie sagen nein, kann der Radiooffizier das ausklammern und weiß, okay, jetzt können sie noch irgendwo anders sein. Und so wird halt die Peilung immer besser und dann muss man eben die Raketen fertig machen und die dann abschießen, wenn man weiß, wo der Gegner ist. Für die Raketen ist quasi der Steuermann zuständig, aber immer wenn der Kapitän irgendwo hinfährt, Nord, West, Süd, was auch immer, muss der auf seinem Spielplan so einen Maschinenraumteil markieren und dann sind bestimmte Systeme nicht mehr einsatzfähig, dann kann man keine Schleichfahrt mehr machen oder eben keine Peilung machen oder die Waffen sind nicht funktionsfähig. Das heißt, kann sein, dass der Radiooffizier sagt, ja, Captain, wir haben sie, sind da, schießt da hin. Dann sagt er, hier, vor, dann sagt der Maschinen Offizier, nein, sorry, das System ist noch nicht fähig, du musst noch irgendwie so einen Kurs nehmen oder auftauchen, damit wir uns schnell reparieren können. Und habe ich ein Let's Play zu gemacht, wo ich euch quasi beim Spielen erkläre, wie dieses Spiel funktioniert. Ich finde, es ist eines der besten Echtzeitspiele überhaupt, weil man hat schon so diesen Druck, dieses Echtzeitmäßige, aber es ist nicht so hektisch. So bei Escapes, also die ganze Zeit nur am Würfeln. Bei Space Cadets Dice World auch nur am Würfeln, da bekommen manche Spieler, je nach Position, gar nicht mit, was gerade auf dem Spielplan passiert. Und bei dem Captain Sona hat man eben auch diesen Echtzeitdruck, aber man bekommt noch mit, was so los ist. Man kann so gucken, was machen die anderen. Die verschiedenen Stationen müssen sich schon relativ gut absprechen, damit das überhaupt klappt und man nicht irgendwie ständig nicht feuern kann oder man keine Ahnung hat, wer der Gegner ist. Und da gibt es eben auch dann verschiedene Karten drin, wo man einen leichten Schwierigkeiten
Schwierigkeitsgrad hat, dann wird es immer schwieriger oder ganz andere Szenarien. Das wird man dann noch ganz toll erweitern können. Und ja, wenn ihr Echtzeitstrategiespiele an sich mögt, aber was in der Natur der Sache liegt, euch die meisten Echtzeitstrategiespiele zu hektisch sind, dann versucht mal Captain Sona. Da hat man natürlich auch den Zeitraum, muss sich so ein bisschen reinbringen. Aber an dem Spielabend, wo wir das erste Mal gespielt haben, war zum Beispiel meine Mutter dabei. Und meine Mutter ist auch eigentlich überhaupt nicht der Fan von solchen Spielen. Wir waren zu wenig Leute, deswegen mussten manche Spieler zwei Stationen spielen. Sie hat gleich zwei Stationen gespielt, auch die kompliziertesten. Hat da eben auch ein, zwei Runden gebraucht, bis sie drin war, aber dann richtig Spaß dran. Wollte ihr noch nicht mehr hergeben. Und sagt, das habe ich jetzt verstanden, das mache ich jetzt weiter. Und das hat auch echt gut geklappt. Und das zeigt schon mal, dass das ein Spiel ist für Leute, die eben sonst nicht so hektisch, also diese Hektik einfach nicht mögen, aber trotzdem diesen Echtzeitaspekt. Also da gibt es ja manchmal Leute, die sagen, eigentlich finde ich das ganz gut, aber oh, in der Praxis dann. Und da könnt ihr den Captain Sona wirklich mal ausprobieren. Also das ist echt ein Highlight, hat mir echt gut gefallen. Ich habe selber noch keine Version davon. Man kommt ja leider auch eher 6 oder 8 Leute, also selten zusammen. Aber ich dachte ja, es kommt schon zur Messe auf Deutsch. Wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ihr könnt das ja schon kaufen. Es ist relativ sprachneutral. Und ansonsten wird es dann, ich denke, vielleicht im nächsten Frühjahr auf Deutsch rauskommen. Ansonsten hoffentlich spätestens zum nächsten Spiel. Und das war mein Platz 4. Auf Platz 3 ist, hier steht es, Star Wars Rebellion. Ich finde, das ist das Spiel, das das Star Wars Thema am besten einfängt. Man ist halt so voll drin. Man hat einen Todesstern, mit dem man Planeten in die Luft jagen kann, wo man irgendwie rumfliegen kann. Man kann irgendwie mit Luke und Leia auf irgendwelche Missionen gehen. Das Imperium ist richtig krass militärisch überlegen. Wenn man die Filme guckt, dann denkt man, es sind so zwei Armeen, die sich so ungefähr so ein bisschen battlen. Und das eine ist halt die Riesenarmee, das andere sind so ein paar Aufständische, die versuchen so mit kleinen Nadelstichen die zu ärgern und halt Sympathien für sich zu wecken. Und das fängt dieses Spiel unwahrscheinlich gut ein. Dieses beklemmende Gefühl der Überlegenheit des Imperiums. Also wenn ihr Imperium spielt, dann könnt ihr immer nur richtig tolle Sachen machen, egal was für Karten ihr zieht. Ihr denkt immer, boah, geil, voll gut. Und als Rebellen sitzt ihr und denkt euch, oh Gott, wir sind so krass unterlegen. Wir haben ja keine Figuren mehr auf dem Spiel, also wenig Figuren auf dem Spielfeld. Ihr zieht irgendwelche Aufträge, für die ihr quasi so eine Art Siegpunkte bekommt und denkt, das kann ich nicht schaffen, das kann ich nicht schaffen, Pest und Cholera. Aber je weiter das Spiel voranschreitet, umso mehr Möglichkeiten ergeben sich, weil sich der andere Spiel auch immer mehr ausbreiten muss und sich halt nirgendwo so gezielt ballen kann. Und das ist schon, glaube ich, relativ ausgeglichen. Bei uns hat bisher immer das Imperium verloren und die Rebellen meistens gewonnen. Weil ich gerade vorhin den Hinweis bekommen habe, dass die eine Partie scheinbar doch das Imperium gewonnen hätte. Das war aber auch sehr, sehr, sehr knapp. Und da hat sich bei uns am Ende nur noch der Schildgenerator mit Karten verteidigt. Und irgendwo in der Regel, wir haben es halt an dem Abend leider nicht gefunden, steht drin, dass dann das Imperium gewonnen hat. Also ist es schon machbar. Aber normalerweise muss man als imperialer Spieler das Spiel schon ein bisschen kennen. Es ist eben wirklich sehr strategisch und sehr tiefgehend. Man kann es eben auch als Teamspiel spielen. Dann spielen 2 gegen 2, sonst einer gegen einen. 2 gegen 2 muss man sich eben deutlich mehr absprechen. Dadurch dauert das ein bisschen länger. Die 2 Partien waren bisher immer deutlich schneller, aber mir machen beide Varianten echt viel Spaß und ich bin da noch lange nicht durch mit. Ich habe das jetzt in diesem Monat, glaube ich, 3, 4, 5, 4 Mal gespielt ungefähr und ich hoffe, ich habe in den nächsten Wochen noch Zeit dafür, das noch weiter zu spielen, dann auch gerne mit dem Imperium und dahin rauszufinden, was sind so wirklich gute Strategien, wie man mit denen gewinnen kann. Und das Schöne ist, es hat fast keine Regeln. Ihr habt so Missionen, müsst ihr Anführer draufstellen oder aktiviert mit den Anführern Systeme, um da dann Schiffe reinzuziehen, das war's. Also wieder noch Kämpfe ablaufen und so, klar. Aber vom grundsätzlichen Spielablauf her ist das Schöne an diesem Spiel, es ist überhaupt nicht kompliziert. Ihr habt es super schnell erklärt und ist natürlich ein bisschen teuer durch die Lizenz, aber meiner Meinung nach das Geld absolut wert. So, dann auf Platz 2 habe ich Yomi gesetzt, das Kampfsportspiel quasi, so eine Art Street Fighter oder Tekken, als schnelles Kartenspiel, wo man so verschiedene Charaktere hat. Insgesamt gibt es 20, im Basisset sind 2 drin, mit denen man gegeneinander kämpfen kann. Da kann man sich immer für ungefähr so einen 10er noch neue Charaktere dazu kaufen. Aktuell sind 4 erschienen und im Endeffekt gibt es dann 8. 8 sind dann nach der Messe verfügbar, weil da jetzt noch 4 neue rauskommen. Und ich hoffe, dass das Spiel so ein Erfolg wird, dass alle 20 erscheinen. Dass es nicht so ist wie Puzzle Strike, wo nur so das Basisspiel erschienen ist und die ganzen Erweiterungen mit den ganzen Charakteren jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf Deutsch kommen werden. Und das ist von David Zerlin. David Zerlin ist eben immer so ein Autor, der auch Puzzle Strike, was ich gerade erzählt habe, ist ein Deckbauspiel. Die meisten Deckbauspiele sind ja wirklich nur so, ich baue mir eine Mechanik auf und versuche dann ganz viele Siegpunkte zu machen und spiele so für mich hin. Und Puzzle Strike ist auch wieder so gegeneinander, muss gucken, wann spiele ich welche Karte aus, um meinem Gegner welche Juwelen zuzuschieben, hat er zu viele Juwelen, hat er verloren, also wirklich sehr strategisch, sehr interaktiv und das mag ich eben gerne an seinen Spielen, deswegen solltet ihr auch Puzzle Strike euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr Deckbauspiele mögt und ein bisschen mehr Interaktion dabei mögt und
Yomi ist eben, wie gesagt, so ein, auch im Prinzip ein schnelles Kampfspiel. Ihr habt Karten, so Pokerkarten quasi, so von der 2 bis zum Ass. Und da sind dann immer jeweils oben, kann halt irgendwie ein Angriff drauf sein und ein Wurf. Da könnt ihr euch immer aussuchen, wie rum ihr diese Karte aufspielt. Die sind eben immer unterschiedlich schnell, könnt unterschiedliche Sachen. Wenn ihr einen Angriff aufspielt und trefft damit auf einen Angriff, dann gewinnt einfach der schnellere Angriff. Sollte der andere denken, dass ihr den Angriff spielt und blocken, dann ist der Angriff geblockt. Der kriegt seinen Block wieder und eine Karte und euer Angriff ist verpufft. Wenn der Gegner aber, also wenn ihr jetzt denkt, dass der Gegner wahrscheinlich denkt, dass wir einen Angriff spielen und deswegen blockt, ja, kann man auch einen Wurf spielen und wenn dann halt ein Wurf auf den Block kommt, dann schlägt man den Wurf und macht ihm Schaden, kann eine Combo spielen, dadurch noch tollere Effekte machen, noch mehr Schaden und andersrum, wenn eben der Wurf auf den Angriff trifft, dann schlägt der Angriff den Wurf und kann dann eben Schaden machen oder Combos oder wenn es ein mächtiger Angriff ist, richtig viel Schaden und dann muss man dem immer denken und sich überlegen, was könnte der andere jetzt so machen und dann darauf entsprechend reagieren. Das klappt mal nicht. Also ich denke, mit Nachdenken und der richtigen Strategie und es gibt auch so Effekte, wie man sich bestimmte Karten wiederholen kann, Sondereigenschaften der Charaktere richtig nutzen. Also wenn man das gut macht, dann kommt man schon in den meisten Fällen zum Erfolg, aber eben auch nicht immer. Aber das Spiel ist auch nicht so gemacht, dass man es total zerdenkt, sondern es soll eben wirklich ein schnelles Spiel sein, das in, sage ich mal, 10 bis 15 Minuten gespielt ist. Dann hat man eine Partie gewonnen. Vielleicht habt ihr in einer Partie auch nur noch 2 Punkte, Lebenspunkte von 90 und der Mitspieler hat noch irgendwie 30 und denkt, oh Gott, jetzt habe ich verloren. Aber dann schafft ihr es, vielleicht einen Angriff zu blocken und in der nächsten Runde dann eine super krasse Kombo mit Assen auszuspielen und dann macht ihr dem Gegner einfach 45 Schaden, der ist bam, tot und ihr sitzt dann mit 2 Leben und habt gewonnen. Und wenn man das dann gespielt hat ein paar Mal mit einem Charakter, möchte man gleich den nächsten Charakter ausprobieren. Eigentlich muss man alle Charaktere auch da so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Mal spielen, bevor man wirklich weiß, was die können, wie deren Stärken sind, welche Karten bei denen gut sind, was für Kombos man zünden kann, wie man den überhaupt richtig spielt und auch um gegen die Charaktere spielen zu können. Das ist eben auch gut, wenn ihr die gut kennt und ja, das wird schon wieder so eine Mini-Rezension. Ihr merkt, ich bin da sehr begeistert von. Auf dem Pegasus-Pressetag war auch am zweiten Tag im Supporter-Tag und da hat dann auch jeder Supporter Yomi quasi bekommen, so ein Deck. Und dann sollten die da immer ganz viele Partien, immer wenn sie irgendwie kurz Zeit hatten, mal eben schnell so eine Partie spielen. Und der Gewinner hat dann am Ende noch so einen Preis bekommen, irgendein noch nicht veröffentlichtes Yomi-Deck, das jetzt auch beim nächsten Zyklus quasi noch nicht dabei sein wird. Und ja, also hat auch den Leuten beim Pegasus-Pressetag, fanden es eigentlich auch alle gut, ich habe da nur positive Reaktionen gehört. Und wenn ihr halt so interaktive Spiele mögt, so einer gegen einen, wo man sich richtig battelt, dann ist meiner Meinung nach Yomi das absolute Highlight, gerade wenn ihr was Kurzes, Schnelles, Interaktives, Stimmungsvolles, Emotionsgeladenes sucht, dann macht das richtig Spaß. Wenn ihr solche Art von Spielen gar nicht mögt, solltet ihr die Finger von lassen. Und dann meine Nummer 1, wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt und meine ganzen Gezockt-Videos geguckt hat, der wird es ahnen, auf Platz 1 ist Terraforming Mars. Für mich das Strategie-Highlight des Quartals. Ihr habt gemerkt, Scythe ist nicht drin. Das hat mich auch ein gutes Spiel, ist schön designt, aber hat irgendwie nicht so den Pep, den ich brauche. Und Terraforming Mars, da ist eben alles drin, also ich mag Imperial Settlers sehr gerne, das ist ja auch so ein Engine-Building-Spiel, wo man sich so seine Kartenauslage baut und dann dadurch irgendwelche Spezialeffekte freischaltet, seine Werte irgendwie verbessert und das hat man eben bei Terraforming Mars auch. Da müsst ihr eben den Mars terraformen, sprich der Mars fängt irgendwie an bei minus 30 Grad, 0% Sauerstoff und keinem Wasser und ihr müsst eben 9% der Mars-Oberfläche mit Wasser bedecken, müsst die Temperatur auf 8 Grad im Schnitt erhöhen, damit das Wasser auch flüssig bleibt und so ein hydrologischer Kreislauf entstehen kann, müsst eben den Sauerstoffgehalt erhöhen, damit da Pflanzen wachsen können, Tiere leben können, die als Menschen man da eben auch leben kann und da hat man so auch immer, bekommt man Karten auf die Hand und muss dann immer überlegen, welche Karten spiele ich jetzt aus, man hat so verschiedene Güter, die man erhöhen kann, also Produktionstabellen, wo man irgendwie mehr Geld bekommt, mehr Stahl, um damit Gebäude zu bauen oder mehr Energie, um die zu Wärme zu machen oder andere Effekte zu behalten und dann kann man immer Pflanzen, die man gesammelt hat oder Wärme, die man hat, auch ausgeben und damit vielleicht Grünflächenplättchen hinzulegen und damit dann den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und immer wenn ihr an so einem Terraforming-Wert einen von diesen 3 Basiswerten, die ihr nach oben bringt, bekommt ihr für Punkte, die auch gleichzeitig Geld sind, was ihr in den nächsten Runden ausgeben könnt. Und ihr habt eben nicht nur diese Karten, mit denen ihr halt versucht, eure Karten-Engine ins Laufen zu bekommen, sondern eben auch noch diesen Spielplan vom Mars, wo man auch mal Plättchen auslegen kann. Und je nachdem, wo man welches Plättchen auslegt, bekommt man dafür Ressourcen und Geld und Siegpunkte. Und diese Karte ist unglaublich gut austariert. Also immer so, dass die spannenden Felder, wo man hin will, da gibt es nichts. Und die unattraktiven Felder, die sind dann schon eher so, dass man da Ressourcen bekommt und dann vielleicht nicht immer das augenscheinlich optimalste macht, aber sich immer entscheiden muss, okay, in der Situation hilft mir ja das Feld, auch wenn es langfristig vielleicht nicht so viele Punkte bringt. Und man muss da immer sehr situativ entscheiden. Und jedes Spiel verläuft da komplett anders, weil man immer andere Karten auf die Hand bekommt. Wenn ihr es denn könnt, könnt ihr es auch mit Corporation spielen, also Firmen, die auch alle unterschiedliche Startvoraussetzungen haben, unterschiedliche Spezialeigenschaften, vielleicht für unterschiedliche Sachen Punkte bekommen. Und dadurch läuft immer jedes Spiel wieder so ein bisschen anders. Und ich habe da jetzt 10, 11, 12 Partien von gespielt.
Was mich sehr überrascht hat, weil ich dachte, eigentlich so nach ein, zwei Partien bin ich sicher durch damit, weil es auch im Herzen halt so ein Eurogame ist. Aber es ist unglaublich stimmungsvoll. Also das Thema an sich ist, finde ich, furchtbar gut umgesetzt und es packt einen voll. Und wie gesagt, jede Partie verläuft anders, man ist immer mehr drin, man kann auch später eine Variante spielen, wo man so die Karten draftet, dass man auch die Chance hat, bessere Karten auf die Hand zu bekommen. Muss die Karten, die man am Rundenanfang bekommt, auch alle bezahlen. Und wenn man irgendwie 4 Karten kauft, muss man dafür 12 Mega-Credits bezahlen. Und das ist schon echt viel. Das braucht auch um die Karten auszuspielen. Manche Karten haben Voraussetzungen, zum Beispiel eine überdachte Kuppel braucht ihr nur spielen, bis ihr irgendwie 6% Sauerstoff habt zum Beispiel. Und wenn der Sauerstoffgehalt höher ist, dann ist die Karte quasi sinnlos. Das heißt, die braucht ihr dann gar nicht mehr. Könnt ihr dann auch wieder zu Geld machen. Oder diese Voraussetzungen sorgen auch wieder dafür, dass so die Effekte, die auf den Karten sind, eben Vieh. Vieh kann, glaube ich, erst ab 12% Sauerstoff oder sowas überhaupt da sein. Bringt dann noch ein paar Siegpunkte, auch nicht endlich viele, weil sonst wäre es auch recht übermächtig. Aber das kann eben erst ab einem bestimmten Sauerstoffgehalt da sein. Das ist eine sehr gute Verknüpfung von Thema und Mechanik, ist auch vom Chemiker entwickelt worden und für mich ein absolutes Highlight, wird sicher am Ende des Monats, am Ende des Jahres, also ich gehe sehr stark davon aus, dass es relativ weit oben in den Top 10 landen wird, weil, wie gesagt, ich habe da jetzt 10, 12 Partien von gespielt und habe immer noch Lust auf mehr Partien. Möchte immer noch neue Corporations ausprobieren, mit denen dann irgendwie noch neue Strategien ausprobieren, nur halt gucken, wie man so die Karten kombinieren kann, ob man eben mehr aufs Bauen auf dem Mars geht, mehr auf den Terraforming-Wert, mehr sich so mit blauen Karten so seine eigenen Subsysteme zusammenbaut, auf die man nur selbst Zugriff dann hat. Also, wenn ihr strategische Spiele mögt, wenn ihr thematische Spiele mögt, wenn ihr Spiele mögt, wo ihr euch gerne so ein bisschen aufbaut, wo das halt so am Anfang langsam in Gang kommt und dann geht das immer besser und besser und besser und besser und dann gerade, wenn alles läuft, dann ist das Spiel vorbei, man möchte eigentlich gleich am liebsten nochmal spielen, dann ist Terraforming Mars auf jeden Fall ein Spiel, das ihr euch angucken solltet. Habe ich auch mit einem Freund gespielt, der meinte, eigentlich mag er eher so Antike oder sowas als Thema und so Science-Fiction und Weltraum gar nicht so. Aber er meinte, richtig gut, er hat das jetzt so ausgeliehen, heute Abend bestimmt schon ein, zwei Mal mit seiner Freundin gespielt. Also für mich das absolute Oberhighlight des aktuellen Quartals, Terraforming Mars, dann auf Platz 2 Yomi und dann auf Platz 3 Rebellion. Und wie gesagt, eigentlich alle Spiele, die hier in der Liste sind, fand ich persönlich richtig gute Highlights. Also da braucht man nicht nur auf die Messe warten, dass da die ganzen guten Spiele rauskommen. Es sind jetzt auch schon viele Spiele rausgekommen. Das heißt, wenn ihr gerade nichts zum Spielen habt und jetzt denkt, hoffentlich kommt die Messe bald und damit wir mehr Sachen zum Spielen haben, guckt euch einfach die Spiele aus der Liste hier an. Da sind so viele Sachen bei. Damit könnt ihr euch die Zeit bis zur Messe, noch nach der Messe auf jeden Fall noch gut vertreiben. Das war es jetzt von mir. Wie gesagt, es wird dann kurz vor der Messe noch so eine Top 10 des Jahres geben, so was bisher alles erschienen ist. Da werden sicher auch wieder viele von diesen Spielen drin sein, aber eben auch andere Sachen, die schon vorher erschienen sind. Teilweise sind auch Sachen drin, die ich schon als Prototyp gespielt habe, die dann jetzt zur Messe rauskommen sollen. Da könnt ihr auch nochmal einen Blick reinwerfen. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Im vierten Quartal wird es dann wahrscheinlich nicht nur ein Video fürs... Ich muss mal gucken. Entweder mache ich nur ein Video fürs vierte Quartal und dann nochmal eine Jahrestop 10, weil ich mache das alles gleich in der Jahrestop 10. Da gucke ich aber dann, wenn es soweit ist, das ist ja noch ewig hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt vielleicht irgendwelche Spiele entdeckt, die ihr noch nicht kanntet. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Abonniert den Kanal und ja, das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.